Schlagzeilen aus diesem Sommer. 184 Menschen ertranken in Deutschland, darunter allein 24 Kinder. Gleichbleibend hohe Zahlen. Einen weiteren tragischen Fall haben sie verhindert. Waldfreibad Halver. Vanessa und German retteten hier einen 11-Jährigen, der nicht schwimmen konnte. Dann hat halt der German den so am Kinn genommen und hochgehoben. Und dann war halt der Mund auf und der Mund war halt ganz lila und die Augen waren auf. Wir haben direkt gemerkt, dass was schief gelaufen ist. Dann haben wir, ohne etwas zu sagen, haben wir ihn direkt gepackt und hierhin gebracht. Der herbeigerufene Rettungsschwimmer begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach 2 Minuten konnte der Junge wieder selbstständig atmen. Berlin. Wir sind bei einer Demonstration des Bundesverbandes der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, DLRG. Sie sieht einen kausalen Zusammenhang zwischen Schwimmfähigkeit und der steigenden Zahl der Ertrinkungstoten in diesem Jahr. 6 von 10 Grundschulkindern in Deutschland können nicht schwimmen. Und Corona habe die Lage drastisch verschlechtert. So hat es auch Achim Wiese erlebt. In den letzten 1,5 Jahren sind auch bei Schwimmvereinen und an Schulen viele Anfängerkurse ausgefallen. Jetzt herrsche ein gefährlicher Rückstau. Also die Zahl der Kinder, die nicht zu Schwimmern, zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden konnten, beläuft sich bei der DLRG zwischen 70 und 100.000. Wenn wir das bundesweit allerdings betrachten, wo auch alle anderen schwimmsporttreibenden Verbände hinzukommen und insbesondere die Schulen, die ja eine Verpflichtung haben, spätestens im Jahrgang 3 und 4 auszubilden, dann kommen wir mit Sicherheit auf rund 1 Million Kinder. Also die Nichtschwimmerlage in Deutschland sieht so aus, dass Deutschland auf dem besten Wege ist, ein Land der Nichtschwimmer zu werden. Das muss man sehr deutlich sagen, insbesondere der Kinder. Herne, Wanne-Eickel. Hier setzten sie mit hohem Einsatz das um, was die DLRG sich von ihren Ortsvereinen wünscht. Ein Sofortprogramm. So viele Schwimmkurse wie möglich. Schneller ins Wasser, intensiver üben. Solche Crashkurse bieten schon 450 von insgesamt 2000 DLRG-Ortsvereinen an. Heute beginnt für diese Kinder in Herne ihr Kurs. Von den Eltern herbeigesehnt. Und dann kam halt Corona, haben wir 1,5 Jahre gewartet und die Kinder können immer noch nicht schwimmen. Der Matti hat auch Angst ohne Schwimmflügel und der Mika, der hält sich halt langsam über Wasser, aber trotzdem ist das noch nicht rund. Also man will einfach, dass sie schwimmen können, die Kinder. Uwe Mohns kennt die Sorgen und Nöte der Eltern. Er ist bei der DLRG Wanne-Eickel verantwortlich für die Planung von Schwimmkursen für Anfänger. Allein, er weiß nicht, wie er die lange Warteliste mit 200 Kindern abarbeiten soll. Nach all den Monaten mit gesperrten Bädern und strengen Hygienevorschriften, die kaum Kurse zuließen. Das, was in der Zeit angefallen ist, da werden wir Jahre für brauchen, um das wieder aufzufangen. Und vor allen Dingen auch wenn man jetzt die Zeit, die wir aussetzen mussten, das ist ja eine ganze Generation, die da nicht schwimmen lernen konnte. Erste Hinweise auf diese Spätfolgen finden sich auch im 4. Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht. Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule in Köln leitet das Herausgeberteam. Die Prognosen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen verstärkt. Wir gehen ganz stark davon aus, dass die Corona-Pandemie und insbesondere die Lockdowns des Kinder- und Jugendsports zu einem sogenannten Kohorteneffekt führen werden. Ein Kohorteneffekt ist ein Effekt, der auf eine bestimmte Generation, das sind jetzt die Kinder und Jugendlichen, die in einem kritischen Alter sind, wo sie beispielsweise mit einer hohen Wahrscheinlichkeit normalerweise etwas schwimmen lernen und dass wir eben auch in 20 und 30 Jahren noch in der Forschung feststellen können, dass Menschen, die zur Corona-Pandemie im Kindes- und Jugendalter waren, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit entsprechende Schwimmfähigkeiten oder andere Bewegungstechniken können. Zurück in Herne. Nicht nur bei den Kindern, auch bei Ehrenamtlichen zeigt Corona Wirkung. 30 Schwimmkurse pro Woche will die DLRG jetzt eigentlich anbieten, um den Rückstand aufzuholen. Es wäre Schwimmunterricht im Akkord, aber da stellen sich neue Probleme. Ich habe normalerweise 47 Ausbilder für unsere Ortsgruppe hier zur Verfügung gehabt vor Corona-Zeiten. Aber dadurch, dass wir nicht weiter ausbilden konnten, dass der Nachwuchs, die Rettungsschwimmer, die Interesse hatten, nicht nachrücken konnten in den Bereich Ausbildung, habe ich jetzt, ich sag mal, vielleicht noch 32. Und wir kämpfen damit momentan sehr stark, die Kurse alle zu besetzen.
Ein weiteres Problem, die Infrastruktur. Von der DLRG in diesem aufrüttelnden, düsteren Video im Rahmen ihrer Aktion Rettet die Bäder aufgezeigt. Dieses Problem hat sich über Jahre aufgebaut. Rund 1500 von ursprünglich 7700 deutschen Bädern dicht gemacht in den vergangenen 20 Jahren. Der Betrieb von Schwimmbädern ist in allen Bundesländern nur eine freiwillige Leistung der Kommunen. Auch das Hallenbad Eickel ist seit 2016 geschlossen. Es war die Heimat der örtlichen DLRG. Dann war es zu marode. Wie viele öffentliche Bauwerke aus den 50er Jahren. Heute will uns die Stadt nicht einmal mehr im Inneren filmen lassen. Sicherheitsgründe, heißt es. Die DLRG Wanne-Eickel aber kämpft um ihr Bad, um eine Renovierung. Es gibt bereits ein Bürgerbegehren. Initiiert von Horst Schröder. Er ist Pate der DLRG, hat mit seinem Verein Mondritterschaft Geld gesammelt, um Schwimmkurse für über 1500 Kinder zu finanzieren. Wir haben also Angst, dass Herne, Wanne-Eickel die Stadt der Nichtschwimmer wird. Also dieses Bad, das ist sehr, sehr zentral gelegen. Besser geht es an sich gar nicht. Und da erreicht man auch die Zielgruppe, die Kinder eben halt, die dort vor Ort ihr Seepferdchen, ihre Schwimmkurse und so weiter absolvieren können. Aber auch eben halt für die Bevölkerung, für Ältere, für alle Generationen und alle Nationen. In Herne wurde zwar 2017 ein neues Erlebnisbad eröffnet, aber hier spiegelt sich ein Konflikt wider, den es in vielen Kommunen gibt. Die DLRG hält den Nutzen solcher Spaßbäder für gering. Insgesamt fehlen ihrer Ansicht nach in Herne Trainingsmöglichkeiten. Zumal mehrere der über 50 Jahre alten Leerschwimmbecken aus technischen Gründen außer Betrieb sind. Die Stadt hofft auf Fördermittel für Neubauten, ist aber gleichzeitig mit 1 Milliarde Euro verschuldet. Als sogenannte Stärkungspaktkommune wird sie vom Land finanziell unterstützt. Aber auch bei ihren Ausgaben kontrolliert. Die Sanierung des Hallenbads Eickel ist für uns wirtschaftlich gar keine Option, weil wir haushaltstechnisch gezwungen sind, natürlich wirtschaftlich zu agieren. Da unterhalten wir uns über einen Sanierungsaufwand in der Größenordnung eines 2-stelligen Millionenbetrags. Also sicherlich eine Größenordnung von 10 bis 15 Millionen. Ein bundesweit verbreitetes Problem. Noch im Februar 2020 war die Rede von einem neuen goldenen Plan für Sportstätten. Angeblich zugesagt vom Bundesinnenminister mit 1 Milliarde, auch für Bäder. Doch dann kam die Pandemie. Und deren Folgen treffen Länder und Kommunen knüppelhart. Das Land hat in den letzten 3 Jahren knapp 70 Millionen für Sport- und Schwimmstätten zur Verfügung gestellt, bei 42 Maßnahmen. Das ist vom Grundsatz her ein Tropfen auf den heißen Stein. Insgesamt ist ja die Situation so, dass die Infrastruktur an öffentlichen Gebäuden insgesamt überaltert ist. Das heißt, der Investitionsstau ist entsprechend hoch. Große Versäumnisse und aktuelle pandemiebedingte Probleme. Was sind die 120.000 Unterschriften noch wert, die die DLRG im Rahmen ihrer Petition Rettet die Bäder vor 2 Jahren sammelte, um Druck auf die Politik auszuüben? Natürlich ist das jetzt wegen Corona sehr schwierig, weil viele Stadtkämmerer natürlich sagen, wir haben sowieso kein Geld aufgrund von Corona. Und leider fällt dann so ein Schwimmbad immer hinten gleich sofort runter. Also unsere Sorge ist tatsächlich so, dass wir diese Spätfolgen aus Corona und eben die nicht vorhandenen Wasserflächen, also Bädern, tatsächlich befürchten, diese Sorge, langfristig betrachtet. Denn wer heute nicht schwimmen lernt, der wird es wahrscheinlich in der Zukunft wahrscheinlich eben auch nicht nachholen, dieses Schwimmen lernen. Deutschland wird zum Land der Nichtschwimmer. Ein lange ignoriertes Problem, das spätestens durch die Pandemie dramatische Auswirkungen hat. Hallo, schön, dass ihr bei der Sportschau seid. Und wenn euch solche Dokus gefallen haben, schaut auch mal hier oder direkt hier in die Playlist. Denn wir von der Sportschau und Sport Insight, wir decken auf, wir recherchieren investigativ und schauen für euch hinter die Kulissen. Also lasst uns auch gerne hier ein Abo da.